Moin moin, willkommen zurück bei FIFA 19 Karrieremodus. Und es gibt eine Neuigkeit. Und zwar nehme ich jetzt über meine Evermedia Capture Card auf. Und toll. Jetzt habe ich natürlich verpennt zu trainieren. Und dann trainieren wir nach dem Spiel. Also ich habe keine Ahnung, wie die Qualität jetzt ist. Besser, schlechter. Das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Test. Audio hoffe ich passt auch. Genau, und dann würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Köln hat wieder gewonnen, oder? Da müssen wir nachziehen. Hilft ja nix. So, diesmal Heimspiel sogar mal. So, können wir da wechseln. Obwohl, lass mal Niedfeld jetzt spielen. Den Day tun wir mal über den Kader. Und ansonsten lassen wir es dann. Oder? Könnten wir einen Föhrenbach noch spielen lassen? Jo. Okay. Auf geht's. Hey, was muss ich denn hier machen? Ja, keine Ahnung. Ist ja wurscht. So, da haben wir wieder unser Stadion. Diesmal gegen Darmstadt 98, 10. Spieltag ist schon, okay. Und das Knistern ist einfach so nervig, also es hat anscheinend nur die PC-Version. Ist ja ein bekannter Bug, aber gut, dass da EA immer wieder nichts dagegen macht. Das ist natürlich optimal. Tordifferenz von 8, 15 Tore haben wir geschossen. Da sind wir, da sind wir. Wunderschön das Netto. Die Netto-Werbung vorn drauf. Gut, die Aufstellung überspringen wir mal, die wissen wir ja so eh. So, und schauen wir mal, was wir hier Darmstadt reißen können. Es muss auf jeden Fall ein Sieg fast her. Mit meinem zweiten Platz behaupten können. Ja, wir haben zwar noch ein paar Punkte Vorsprung, aber es schadet natürlich nie, noch mehr Punkte zu haben. Ich habe gestern mal nachgeschaut, die erste FIFA-Folge hat irgendwie schon 77 Aufrufe, was mega krass ist für unseren Kanal mit unseren 8 Abonnenten. Keine Ahnung, was da los ist. Aber das wird irgendwie beim größeren YouTuber unter dem Video halt so vorgeschlagen und da sind dann ziemlich viele draufkommen. Was schon sehr, sehr cool ist. So, Niedfeld ist heute Spieler im Fokus. Aber danke, das wird so nix. Stark. Der war nicht stark. Ja, das war jetzt dumm gespielt von mir, dumm Stellungsspiel. Ja, da rammt er mich einfach um. Bin zum echt mal gespannt, wie es ausschaut mit der Capture Card, aber ich denke, die Qualität wird ziemlich gleich sein wie vorher. Gehe ich einmal stark davon aus. Weil ich meine, an der Bitrate habe ich nichts umgestellt. So schön. Ja, der war nicht so schön. Oh, jetzt sind wir hinten ziemlich offen. Jawohl, aber den hat er. Den hat er. Der Früchtel. Ja, das war dumm. Das hat natürlich der Verteidiger gleich gesehen. Der Verteidiger, der Mittelfeldspieler von denen gleich gesehen.
Mann, Mann, Mann. Gibt's da nicht? Die Flanken für uns kommen irgendwie in den letzten Spielen nie an. So, jetzt vielleicht einmal. Ah, drüber. Aber wie knapp. Oh, die Flanke war perfekt geschlagen. Aber leider nicht aufs Tor gebracht. Aber die erste gute Chance nach 20 Minuten. Sodala. Was gibt's denn, der immer die Bälle so locker mit der Hacke? Ach ja, da hätte er mal hinkommen können vielleicht. Okay. 10 Einsätze, kein Tor. Gut, er ist ja Linksverteidiger. War das ein Fallrückzieher? Haut dir einfach einen Fallrückzieher raus, hey. Nein, 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 nein. Sehr gut. Komm, die fangen ab. Oder auch nicht. Ey, mich nervt das Knistern so im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch hört. Aber die ganze Zeit knistert es so. Das ist einfach halt echter bekannter Bug und EA macht natürlich mal wieder gar nichts. Gut, das war jetzt unglücklich, das Tor. Mann, bringt er da seinen Fuß noch dazwischen, ey? So nicht. Wir dürfen nicht verlieren gegen Darmstadt. Das wäre nicht gut. Mann! Die Bälle kommen einfach nie an, ey. Könnte auch mal einer durchrutschen. Ja. Na, wenigstens eine Ecke. Hä? Alles klar. Warum ist einmal meine CPU schon wieder so hoch ausgelastet? Mann, es gibt's nicht, ey. Meine CPU ist gerade bei 40%. Was soll denn das? Alles klar. Hey, wenn die Bälle mal annehmen könnt. Und die nicht immer 10 Meter vom Fuß wegspringen lässt, dann war das schon mal eine ganz andere Sache. Mann, 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 ey. Alles klar, der macht einfach mit der Schulter zurück. Boy. Okay, der war jetzt gar nicht mal so schlecht. Na, aber das war wieder schlecht von mir. Mann, hey, mal Monier für Anschlusstor geschossen, glaube ich, in dem Spiel.
Alter, was war denn das für ein Kopfball? So, auf geht's. Jawohl, schöner Ball nach außen. Und wieder weg. Wir bringen irgendwie nichts zusammen, ey. Das war schon im letzten Spiel so. Das ist immer ein Rumgestocher. Kriege ich richtig Augenkrebs, ey. Gut, Halbzeit. Könnte besser gehen. Könnte besser gehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter. Weiter geht's. 1-0 liegen wir hinten. Stellen wir mal auf Offensiv um, dass vielleicht nach vorne wegen mehr geht. Ja, so kann es nicht weitergehen. Oh, warum drücke ich immer Dreieck oder halt Laufpässe? Das ist eigentlich so dumm. Was war denn das? Warum geht er nicht zum Kopf vorhin? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, nicht gegenseitig blockieren am besten. Mann, da wenn er mal einer mit dem Kopf hinkommen wird. Aber nee, nee, nee. Gut, das hat er natürlich gerochen. Ja, ich sollte vielleicht mal schauen, ob die auch frei sind, bevor ich da mal gleich hinspiele. Ach, Schiri. Simuliert doch. Mann, diese Bälle, der spielt immer so locker lässig irgendwie. Also wieder zu langsam. Kommt natürlich nicht hin. Okay, wir sind hier angeschlagen. Der Lace. Ja, da wechseln wir jetzt dann gleich mal. Komm, den kriegt er noch, den kriegt er noch. Jawohl. Man einmal versucht vorbeizugehen, ey, und dann schafft das natürlich nicht. Oh Gott, das war die Chance. Das war die Chance. Gut, dann machen wir die mal raus, wenn der so eh schon angeschlagen ist. Und so lassen wir es einmal. Oder was wurden sie vorgeschlagen? Ah ne, da warten wir mal noch. Hab's im Gefühl, da passiert jetzt gleich noch was. Hoffentlich. So nicht. So passiert auf jeden Fall nichts. Ach komm. Gibt's nicht. Die bringen immer ihren Scheißfuß dazwischen. Ja, der kommt aus dem Abseits, wenn der da vorne wieder rumgammelt, ey. Den Lichtfeld könnte auch mal wieder Bude machen. Natürlich, der Fuß dazwischen. Was auch sonst.
Jetzt wäre dann die Zeit schon wieder knapp, hey. Komm schon. Gibt's doch nicht, ey. Brauch mal wieder einen Sieg für die Motivation. Alles klar, da steht einfach keiner. Jawohl, wir haben Ball. Sehr schön. Die stehen halt jetzt auch sautief natürlich hinten, wenn wir angreifen. Ey, der zieht mich doch. Ja. 3 gegen 3 hinten. Geil. Die Bälle kommen nicht durch, ey. Mein klar ist riskant, aber. Muss man da wenig riskant spielen. So, wir wechseln jetzt auf jeden Fall nochmal. Den Leadfeld machen wir mal raus. Ja, komm, es wechseln wir mal aus. Das gibt's doch nicht, ey. Jeder Schuss wird irgendwie geblockt. Naja, gut, der ist jetzt mal aufs Tor gekommen, aber war nicht wirklich gefährlich. Nein! Ey, das gibt's nicht. Die bringen immer ihren Kackfuß dazwischen. Oh, komm schon, jetzt mal einer Gas geben, ey. Jetzt ist bis Wegler vorbei. Vor allem über die Bälle so leicht herschenken, ey. Es geht ja da keiner wahrscheinlich sehr offensiv, ja. Das ist noch eine faul, gelbe Karte, oder? Warte mal. Ah, das wird wohl nichts mehr. Jo. Alles klar, was war denn das eigentlich für eine Verteidigung, bitte? Was war denn das bitte? Unglaublich, ey, unglaublich. Wo steht denn da eigentlich der Torwart? Hm? Der steht ja mal komplett falsch. War wegen weit nach hinten. Alter, was war denn das? Ja, gut, dann war es jetzt leider nichts mit Punkte im Heimspiel. Aber wir müssen mal wieder punkten. Also mit einem Sieg, nicht bloß unentschieden, sondern wirklich brauchen wir wieder einen Sieg.
meine, wir sind zwar noch Zweiter in der Tabelle. Aber die Verfolger machen halt auch nicht langsam. Zehn Spiele Meilenstein. So, jetzt trainieren wir noch. Machen wir jetzt mal wieder die. Jawohl. Nein, mal simulieren bitte. Jawohl, Gomez auch jetzt 69. Sehr schön. Es geht aufwärts. Spulen wir noch ein bisschen vor. Okay, zweite Bundesliga geht's gegen Bochum. Sagt Tabelle, oh, Köln, ey, einfach stark. Ich spiele 31 Punkte. Ja, Hamburg ist jetzt schon auf 2 Punkte ran und Aue auch. Also es wird eng. Gut, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es dann gegen Bochum. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.